Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem nicht so schönen Video. Kennt ihr den Moment, wenn man weinen will, aber es irgendwie nicht kann? So, ihr habt eine schlechte Note bekommen in der Klausur oder so. Ich weiß nicht, irgendwie irgendwas Beschissenes ist passiert und es geht euch einfach scheiße und ihr könnt nichts dagegen machen und ja, irgendwie alles ist weg. Also, keine Ahnung. Kennt alle SpongeBob? Ich denke, deswegen haben die meisten den Kanal jetzt auch bisher abonniert. Der Macher von SpongeBob ist gestorben. So steht es ja auch in der Überschrift. Ja, also, keine Ahnung. Erstmal bitte nicht denken, dass das hier irgendwie monetarisiert ist oder so. Danke. Also er war der Schöpfer unserer, denke ich mal, unserer aller, ich weiß nicht, Lieblingsserie, aber eine der liebsten Serien. Eine Serie, die, denke ich, immer irgendwo weiterleben wird, sei es in Form von Memes oder auch nur Erinnerungen im Gedächtnis oder so. Ich werde meinen Kindern die Serie zeigen. Und keine Ahnung, er hat den Weg geebnet für so viele andere Serien auch und den Weg geebnet für einen ganzen Fernsehsender richtig durchzustarten. Wir hätten jetzt, denke ich, auch mal andere Serien nicht ohne ihn. Und diese drei ersten legendären Staffeln, so vielen tollen Momenten. Und er arbeitet auch wieder mit. Er arbeitet mit an der Serie. Arbeitete. Und es kam jetzt wieder so eine Ära. Man hat gemerkt, er ist wieder dabei, er ist in seinem Element, er macht so viel, um das wieder hinzukriegen, was er teilweise davor verbockt wurde. Es hat mich, tut mir leid, es hat mich erfreut. Also, es hat mich wirklich gerührt zu sehen, wie das wieder eine richtig tolle Serie wird, die jeden erfreut. Er hat etwas geschaffen, das für Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf der ganzen Welt lustig sein kann. Nicht alle fanden es lustig, aber eben, wenn, dann Kinder und Erwachsene. Und so, keine Ahnung, schafft das erstmal. Schafft das erstmal. Das können nur wenige Serien. Und dieser Mann hat viel für uns geleistet. Man kennt ihn nicht persönlich, deswegen kommt das vielleicht auch mit den Tränen nicht zustande. Aber man hat Respekt davor. Er wurde 57 Jahre alt. Stanley ist auch dieses Jahr gestorben. Er wurde beispielsweise, glaube ich, 98. Und ja, mit 57 zu sterben, du hast gerade deine besten Jahre eigentlich so. Also du hast gerade so deine Jahre vielleicht deines künstlerischen Schaffens. Vor allem jemand, der in dieser Branche arbeitet, kann ja auch wirklich die ganze Zeit eben, ja, so lange arbeiten eigentlich, wie er will. So lange eben, wie er will, kann er da arbeiten und sich kreativ verwirklichen. Und er war wieder in seiner Höchstphase. Das ist das, was mich jetzt aufregt. Wieso trifft das immer die Falschen? Der Punkt ist, ich, denke nicht, dass die Serie jetzt deswegen eingestellt wird. Ich denke nicht, dass die Arbeit der Macher dort groß behindern wird, weil er war ja sowieso nur der, also hört sich jetzt wieder komisch an, wiederum, aber er war ja dann am Ende nur der Aufseher. Und die werden es, glaube ich, managen und ich glaube, sie werden es auch managen, die Qualität beizubehalten. Das hoffe ich auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal wegen Steven Hillenburg. Der Punkt ist, ich finde es einfach schade, dass es einfach, man wusste, dass es irgendwann passieren wird. Er hatte diese Krankheit, ALS. Du bist immer mehr in deinem eigenen Körper gefangen. Ihr könnt euch gerne dazu was auf Wikipedia durchlesen. Und das hat einen in dem Moment einfach fertig gemacht. So, man hat nicht drüber nachgedacht, aber man wusste so, irgendwann kann es passieren. Und man weiß ganz genau, irgendwann werden alle sterben. Bei Stan Lee habe ich mich auch immer gefragt, Moment mal, ist der nicht schon tot? Weil er ist halt schon so alt gewesen. Bei Steven Hillenburg habe ich mich das eher nicht gefragt, weil er eher noch ein Junger war. Ich werde die drei ersten Staffeln nie vergessen. Ich werde nicht vergessen, was er für diese Serie geleistet hat, was er für uns geleistet hat, was wir jetzt uns für geniale Memes, Folgen, Erinnerungen behalten dürfen.
So, keine Ahnung. Man kann gefühlt alles mit dieser Serie rezitieren. Alle Köpfe, die er da versammelt hat, alles, was er geschafft hat, war einfach legendär. Das kannst du nicht vervielfältigen. Er war eine Legende und er wird auch immer eine Legende bleiben. Und es ist einfach schade, dass in 2018 so viel Scheiße passiert. Und ich denke, ich und ganz viele andere werden ihn auch noch vermissen. Obwohl wir ihn nicht persönlich gekannt haben. Ich meine, ja, also. Mir fehlen auch einfach wirklich ehrlich gesagt die Worte. Ich habe jetzt einfach mal frei drauf losgesprochen, weil ich jetzt ein Skript schreiben. Ich würde nicht die passenden Worte finden. Ich würde es sowieso nicht. Ich glaube, da kann man keine passenden Worte finden. Ich wünsche seiner Familie alles Gute. Seinem Sohn, seiner Frau. Und wünsche der Serie alles Gute, die auf einem Aufschwung ist gerade. Und er hat ein großes Vermächtnis hinterlassen, das es zu würdigen gilt. Und ich denke, das haben wir schon bisher getan. Und das sollten wir auch weiterhin tun. Ein großartiger Mann ist von uns gegangen. Und es ging auf jeden Fall viel näher als das von Stan Lee. Weil bei Stan Lee, weißt du, da ist Disney dahinter. Das hört sich jetzt alles vielleicht komisch an. Aber da weißt du, da ist Disney dahinter, da ist eine ganze Kompanie von Schreibern dahinter. Du siehst immer, okay, Stan Lee war in diesen Cameos dabei und so. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sich Marvel nicht so interessiert hat. Aber so, SpongeBob war immer überall dabei. SpongeBob war in den Memes dabei. SpongeBob war in den Gesprächen auf dem Pausenhof dabei. SpongeBob war immer überall dabei. Deshalb versteht es nicht falsch, wenn es mir näher geht. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn es ein paar Kommentare geben würde. Man kann diskutieren, man kann schreiben. Man kann sich gegenseitig trösten und ausholen. Und, was soll ich dazu noch sagen? Das ist auf jeden Fall ein großer Verlust. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Sicher! Okay, die Geheimformel lautet...